Guten Morgen, Leute. Boah, ich sehe aus, das ist der Abend nach Mats Besuch. Ich weiß nicht, ob das vorgespoilert ist, ob das Video jetzt vorher kommt oder ein Video von Mats vorher kommt. Auf jeden Fall habe ich vergessen, eine Einleitung zu machen für den zweiten Astra-Teil. Ja, und somit grüße ich euch. Willkommen zum zweiten Teil vom Astra F. Dreizylinder. Und wir schauen mal, wo dran es lag, dass er nicht mal richtig lief. Viel Spaß beim Video. Aha, und jetzt stehen da, Alter. Ich kann nicht filmen. Du siehst putzig aus. Was ist los? Ja, Ventil kaputt. Moment, ich hol mal die Schlappe. Hat der ein Loch oder was? Das sag ich ja. Da. Da. Das ist gänzlich hinüber. Das blendet gerade noch. Guck mal weg. Jetzt sehe ich da. Da noch. Gut. Noch Fraß. Ich würde sagen, wir tauschen das Ventil ab. Markus hat ja noch ein paar Köpfe liegen, ja. Und schleifen das ein und gut und dann gucken, was passiert. Dann, wie kann es halt entstehen? Zündkerze hat abgebrochen? Nee, war in Ordnung. Das ist weggebrannt. Das ist weggebrannt, weil das ist nicht rausgebrochen. Das ist in weiche Konturen. Vor allem Einlass. Normalerweise brennt Auslass ja weg. Es ist Auslass. Es ist Auslass, ja. Stimmt, das Auslassventil ist größer als das Einlassventil. Das reicht Auslass. Ja, dann, wie so ein Schneidbrenner ist das dann, ne? Cool! Das ist aber schon. Wow! Habe ich auch noch nie erlebt bei diesen Motoren bei Nachtventilern, ganz ehrlich. Ja, einmal ist immer das erste Mal, ne? Aber. Cool, sowas zu sehen. Und ihr seid dabei! Ja, mittendrin! Das sind wir mal. Oh, ist richtig. Ja, yeah, das ist heavy. Da kann nichts mehr vernünftig laufen. Aber wir haben die Ursache gefunden. Ist das schon mal top. Und es empfiehlt sich wieder so ein Lager aufzubauen, wie wir haben. Wir haben alles da, Ventilköpfe, Ersatzteile, Kopfdichtung, Kopfschrauben, alles da, komm, bis auf Zündkerzen. Ja, komm gleich! Ja, Zündkerzen hatten wir jetzt nicht im Lager, die mussten halt kommen, aber... Und Kühlmittel muss ich kaufen. Ich weiß nicht, wie weit die Ventilgrößen übereinstimmen, eventuell beim 1300er oder sonst was. Ja, ja. Ich habe doch diverse neue Ventile. 1600er Ventile müsste ich auch noch ein paar neue haben. Wird auch kein neues einbauen. Nee, muss man nicht. Reinigen, muss nur neues reinigen, einschleifen, fertig. Ja. Ja, coole Sache! Ich fresse jetzt weiter ein paar Knoppers. Ja, cool, dass wir einen Fehler haben. Ja. Ich stell dir vor, du suchst wie und dass die Arbeit jetzt nicht für umsonst war. Mhm. Ja. Fall muss der Kopf runter, schau mal. Ja. Weil Ventil muss ja weg. Ja. Sehr schön. Gut. Atme schön. Dann kann ich da schon mal Galapagos in den Kolben rein, in den Brennraum, der dann Öl saugt. Weil, dass das nicht die Ursache ist. Ja, und wenn die Kolbenoberfläche auch keine Beschädigung hat, dann hat wirklich nur das Ventil rausgehustet. Kann aber auch wirklich an den scheiß NGK zünden. Das ist nach außen weggebrannt. Okay. Von Brennraum raus nach in den Trakt rein, ja. Wenn ich keinen Federspanner habe, dann haben wir früher immer so gemacht, Nuss draufhauen, dann springt die Keile raus. Jetzt werden uns Motorenbauern hassen, aber das ist hier ein guter Bauernmotor hier. Das ist egal. Hammer drauf. Mit dem großen normal Hammer. Normal im Hämmerchen, ja. Dann springen die einfach raus. So. Das ist von meinem. Wenn du Glück hast. Und vielleicht noch unten drunter. Habt ihr was unter dem Ventil liegen? Nee. Sonst drückt ihr nur das Ventil runter. Dann springen die Keile auch nicht raus. Haben nicht doof. Das ist aber Halloween. Damit ihr wisst, wann dann auch noch wird. Ihr seht das in 3 bis 4 Wochen. Vermutest du? Ja. eBay! Neu! Da gekauft. Da, nächste Karte raus. Ja. Ist lose! Dann wollen wir mal gucken, wo der andere Keil ist. Der liegt hier oben. Ja. Brauchen wir den Magnetheber. Hab ihn hingetan. Wieder hier rein. Dass ich da nicht fummeln muss. Da ist es. Der Gerät. Cooles Ventil. Mit Loch. Also wirklich plan ist das auch nicht mehr. Da musst du mal den Ventilsitz. Man sagt, den Ventilsitz prüfen. Das sieht jetzt nicht so prall aus. Ja, Ventilsitzschneider haben wir nicht. Aber wir haben noch Köpfe. Können den ganzen Kopf einfach verbauen. Warte, brauchen wir die Beleuchtung? Hier. Ich zoome mal ran. Ne, das sieht gut aus.
Ja, dann. Ja, ist temperaturbedingt, ne? Aber das war's. Ansonsten ist da nichts dran. Das meiste sind ja eben härter als... Ja gut, du hast jetzt hier die Verfärbung durch die Temperatur. Ja, das ist ja klar. Weil es ja da jetzt ständig durchgeblasen hat. Sie. Ansonsten sieht das gut aus. Ja. Normalerweise dürfte da nichts sein. Nee. Ist ja schon Kopf aus dem Lager genommen. So hat man ja immer ein Lager. Da ist das ein, lass doch mal los. Haut der auf die Brause, der Typ, ey. Und da klauen wir jetzt ein Ventil raus und setzen es ein. Ja, so zumindest Vorbau 2000 haben wir viele Sachen hier. Nicht alles abgeht. Ja, danach brauchst du ja auch nichts mehr, weil im Regelfall lohnt sich eine Reparatur nicht. Das stimmt. Bei dem ganzen Schrott. So bauen wir eigentlich ein Ventil aus. Und ein Ventil. Niederdrücker. Federspanner. Wenn es funktioniert, der Gerät. Habe ich. Ja, jetzt kannst du doch hier öffnen. Ja, ja, dann hast du den Gesicht. Genau. Kannst du einmal machen, dann hast du ein Mosaik. Ich habe ein Panzerglas davor. Ich spich mal eben euch durch, Leute. Keine Sorge. So, Fleck ist weg. Der Fleck ist weg. Da ist es. Ja, dann können wir den wieder ins Lager legen. Fürs nächste. Das neu gebrauchte. Ja, das reicht dir nun völlig. Ja. Zweckmäßig. Ich meine, ganz ehrlich, das ist ein Alltagshobel. Ne? Ja, nicht übertreiben. Wenn mal jemand Haltung annehmen könnte. Was soll ich machen? Muss ich, ich kann auch Haltung annehmen, Film machen. Aber ich werde zum Kameramann degradieren. Nee, genau. Dankeschön. Dankeschön. Oh. Voller Kraft. Nee, ist auch noch magnetisch, die Scheiße hier. Versucht, die Kalle einzusetzen. Tore drückt es runter mit diesen Riechschüssen. Ja, hat noch keinen geistigen mehr. Und Marc setzt die Kalle ein, obwohl er... Nimm nochmal ab. Ja. Ja, wozu 120 Kilo Lebendgewicht nicht alles gut sind. Ja, das ist jetzt die ATU-Methode. Aber sie funktioniert. Ich brauche etwas, was nicht magnetisch ist. Das ist das Problem. Zum Popeln. Da sitzt es. Sehr schön. Ventil eingebaut. Wofür Ventilfeder Spanner? Mit Manpower geht es auch so. Hast du einen 16 Ventiler, machst du das aber auch nicht beim gesamten Motor mal eben so hintereinander weg. Dann, also. Marc hatte 48 Ventile. Ja, aber der hatte auch einen Niederhalter. Oder hat er das von Hand gemacht? Nee. Nein. Siehst du. Ich glaube, danach fällt er die Hand ab bei 48 Ventilen. Deswegen. Also für das eine Ventil ja, für mehr... Für zwei geht auch noch, aber mehr machst du damit nicht freiwillig. Vielleicht noch drei, aber... Was? Ja, wie war das nicht? Wachs Buntstifte. Wo war ich denn dran? Hier, wollte ich eben Wasser aus der Kanäle abziehen, damit wir das hier so weit trocken haben. Sauber machen? Ja. Genau, es wurde mal im Livestream gefragt, wie wir denn die Dichtflächen sauber machen von Kopf und Block. Da habe ich einfach sagen, Schaber und Marc. Ja, und Marc. Ne, Schaber die großen Sachen weg, wenn du hast. Und dann mit den Schleifvlies einmal drüber. Ja, das können wir ja jetzt hier auch gerne mal zeigen. Einmal zeigen. Ja, bei Opel haben den Schwingschleifer genommen. Hoch. Und sind über den Block und Kopf. Da geht's schneller. Hat ja auch funktioniert bei den 8 Ventilern. Aber wir benutzen jetzt keinen Schwingschleifer. Sondern machen es per Hand. So. Hast du wieder kein Stromwasser gekauft zum Auffüllen?
Wir haben einen Lehrling daran gesetzt, Wasserwagenwasser aufzufüllen. Und? Erst zu kontrollieren und dann selbstverständlich aufzufüllen, nachdem festgestellt wurde, es ist da eine Luftblase drin, es muss nachgefüllt werden. Ja. Was soll ich sagen? Egal welches Video ihr diesbezüglich schon gesehen habt im Netz, das funktioniert. Okay. Es war sehr beängstigend. Ja, das Problem ist, was für Lehrlinge er bekommt. Ich habe schon stolz drüber gehört. Ich habe ja, ist der locker? Gewinde kaputt? Müssen wir so einen Kopf nehmen, oder? Ist etwas lose. Aber was wir kriegen, ist ja nicht das Problem. Nein. Schön waschen, waschen. Was machen Sie da? Keine Ahnung. Mir hat der Chefmechaniker gesagt, was ich tun soll. Also was ist nicht richtig? Da alles in Ordnung. Lieber Herr Marc. Gesangsverein. Ja, mit dem Material hier, mit so feinem Vlies, hast du da eh nichts runtergeholt vom Kopf. Also. Ja, wieder nur noch die kleinen Reste. Genau. Das ist doch schön so. Kann man so verwenden. Alter, dreckige die Finger legen, Digga! Muss man sauber machen sollen. Alles mit mir selber sauber machen lassen. So, die Reinigungsarbeiten sind abgeschlossen. Ich hab das schon schnell durchlaufen. Die Lockenwellengehäuse fehlen noch. Ja, Marc, weil du ja keine Zeit hattest. Marc braucht so lang beim Schleifen. Der Tore gerade, dann muss ich ihm recht geben. Wenn der Teilewaschtisch jetzt Punkt, Punkt, Punkt. Alles gereinigt. Wir haben alles gereinigt. Genau, vor allen Dingen wir. Ja, ja. Also Zylinder, Tore. Kopf und Lockenwellengehäuse. Für überschüssiges Öl abgeschlagen. Genau, da ist ein bisschen Öl abgefallen, klümpchenweise. Ja, wir benutzen als Flüssigdichtung die von Opel, wo mein Opel-Händler irgendwie den nicht mehr besorgen konnte, weil mein Opel-Händler doof ist. Habe ich jetzt laut gedacht, über Opel gelästert? Würden wir nicht tun, über Opel lästern. Da ist hier diese grüne Flüssigdichtung, man kann aber noch wunderbar Hylomat nehmen, diese grüne. Es muss eine dauerelastische Dichtkacke sein. Hylomat M ist das nämlich. So. Kopfdichtung haben wir, eine L-Ring aus alten Lagerbeständen von Marc. Die gehen auch nicht kaputt, wenn sie verpackt sind, vernünftig. Ja. Und nicht beschädigt sind oder so. Ja. Andersrum. Wo ist top? Oben. Das steht sogar oben und nicht top. Ja. Dichtfläche gereinigt, entfettet und Dichtung drauf. Andersrum. Sag ich doch. Meinst du so? Ja, genau so. Ach, guck mal. Aber ich habe ja keine Ahnung. Passt jetzt. Marc, Sie haben schon richtig Ahnung. Ne, das jetzt nicht, aber in dem Fall ne, auch ein blindes Huhn. Ich ziehe mir die Brille ab eben. Trinkt auch mal ein Korn. Genau, hier vorne steht oben. Nur die Frage ist, ob da oben oder da oben stehen muss. Wir haben festgestellt, da muss oben. Ja, hier ist zwar auch noch ein Wasserkanal drunter, aber der wird halt da drunter. Ja, ja. Kann ja mal hier, ne, da, der wird totgelegt über die Dichtung. In dem das Fall. Ist manchmal anders. Und hier ist halt. Ja. Kommt drauf an, ob rechts oder links Lenker, dann ist das. Nein, ich denke, es kann sein, dass zum Beispiel der GSI-Kopf vielleicht da eine Wasserbohrung hat, was auch immer, man weiß es nicht. Weil es Opel-Baukastenprinzip, ne? Ja. Weil die Dichtung ist auch für alle Einsätze festgestellt, sogar 1,5er Netz, ja? Also ob jetzt NZ, GSI-Motor, SE oder eben hier, ne? X16 SZ. SZ-Motor, passt über. Ja, steht da drauf, glaube ich. Wow. Steht drauf, ja. Was stand drauf? Ja, auf dem hier. Entschuldigung. Da steht drauf, da. Genau.
Genau. Da habt ihr auch die L-Ring-Nummer. Genau. Und ihr kriegt auch noch schöne Anleitungen dabei. Aber ich glaube, die Anzugsdrehmomente stimmen nicht. Die sind noch veraltet. Hier unten steht auch alles drauf. 25 Newtonmeter, 3x60 Grad. Also 2x19. Ja. Machen wir immer so weit. Wurde uns auch von Opel seinerzeit so gesagt. Also das Lustige ist, Opel hat bei Big Block geändert auf 3x90. Wenngleich ich das schon heavy finde. Ist heftig. Da, den Weber Turbo hast du damit angedreht. Beim letzten Mal mit dem Langhebel. Kannst du da noch mal einmal unten drüber wischen? Also, klar, einen Augenblick. Bleib mal eben neues Galapagos hier. Du hast da Rost hingeschmiert. Wo jetzt unten drüber? Die Dichtfläche. Ja, die Dichtfläche. Da, wo Wasser drüber gelaufen ist. Das ist ein Ding. Ja. Das ist schon drauf. Wir haben da diese Firmenstifte. Die Hülsen. Ja. Hülsen. Es gibt auch Leute, die lassen die weg, warum auch immer. Das weiß soweit, glaube ich, keiner. Manchmal ziehen die sich raus, aber ich ja, die kannst du jetzt auch mit einem Gummihämmerchen ganz vorsichtig nochmal antigern, ja, dass der Sack drauf sitzt. Das verpackt der Kopf durchaus, nur nicht mit dem Stahlhammer drauf zimmern. Nicht? Nein. Ich habe immer direkt so drauf gehauen. Ja? Ich hoffe, ich habe den Dreck jetzt bis unten reingeschoben. Ja, dann nimm den doch noch mal runter und spülen aus. Ja, die kannst du aber auch noch mal eben ausblasen und mit Lappen drüber. Dann haben wir noch einen etwas größeren Gummihammer, der weicher ist. Aber ja, kommt. Der ist jetzt reingerutscht. Sitzt drauf. Hier seht ihr auch nochmal, gerade bei Kopftischen habt ihr Hülsen gesehen, aber hier seht ihr nochmal einen Film, ja, mein Gott. Auf beiden Seiten. Sagen, manchmal ziehen die sich raus und dann bauen die Leute die aus irgendwelchen Gründen mal ein und das ist scheiße. Weil dann ist, kann man sicher sein, dass das geführt ist, die Sachen. Soll ich da dann schon mal fertig werden mit der grünen gleich? Nee, erst das gezumpelt auf. Ja, das muss auch noch rein, das ist klar, aber. Ja. Weil wegen Öl, wenn du das Öl wieder auf die Dichtung quatscht, ja, ist mir klar, dann ist unsinnig. Ist reichlich. Also ist grundlegend da erstmal eben schon mal. Wolltest du hier jetzt nochmal die Dinger reinigen? Nö. Öl wird zu Öl und dann wird es wieder Öl. Und ja, wir haben ja die Gewissheit, dass am Hydro nicht gelegen hat. Oder wolltest du da mit dem Hydro jetzt noch was machen? Nö. Nee, kann er nicht. Das war ja eindeutig, ja, dass der Gerät da. Und wie gesagt, ich habe eigentlich noch nie erlebt, dass Hydros tickern, weil sie kaputt gehen. Ja, aber. Ist klar, aber noch nie erlebt, dann Hydros. Selbst wenn die tickern, fährst du noch 50.000, 60.000 damit mitunter, je nachdem. Bei 16V war das Standard, dass die getickert haben die erste Zeit. Beim goldenen Corsa tickert auch nach wie vor ein Hydro. Ja, da, ganz so diese. Ne, so, und, die waren neu. Die waren Flamme neu. Ich fahre dann jetzt schon 35.000 Kilometer mit dem. War von Anbeginn. Hat sich nie gegeben. So ist das ja. Deswegen, also diese Stöße sind eigentlich sehr unanfällig. Man kann die natürlich aufmachen. Man kann die komplett zerlegen, reinigen, wieder zusammensetzen. Google, alles aufmachen, aber so viel kostet der Satz auch nicht wirklich. Aber, aha, die kosten richtig Geld. Geht. Von Opel Original kosten, ja, die richtig Opel Geld. Opel Original. Musst du nicht, ne? Aber. Kina oder Febi. Boah, Febi halte ich nichts mehr von. Ich habe mal irgendwann einen originalen Satz Hydrostößel gekriegt oder bekommen, einkaufen können. Ich glaube 100 Euro. Das war schon sehr günstig. Ja. Ja, und du hast diesen einen Satz aus England, diese den auch noch, richtig. Verpackung, wo Schlepphebel alles neu drin ist. Richtig. Ich glaube, da fehlten zwei, drei Sachen oder so. Nee, war noch komplett. Okay. Aber ist halt ein No-Name-Hersteller. Ja. Das ist wirklich nur für so, ich sag mal. Für ein paar Pfund 90 war das. Ja, für dass man das hat im Notfall. Ja, aber an den Dingern kann ja auch nicht so viel anders eigentlich sein. Nein. Und es sind nur Hydros, also nicht Ventile, ne? Wo mit Führung oder ungenauigen, ne, mit dem Master. Bei einem Serienmotor wirst, selbst wenn die nicht ganz so qualitativ hochwertig sind, bei Serienmotor wirst du da nicht so schnell was merken. Also ich meine jetzt nicht die Billig China Knüppeldinger, sondern es wird schon ein Hersteller sein, der seine Berechtigung hat. Ne?
Denke ich doch auch. Das wäre so, wenn du jetzt sagst, ja, als Beispiel, wie sagt Febi anstatt Original Opel. Febi wird da jetzt nicht viel schlechter sein in manchen Sachen. Opel hat auch seine Hersteller, wo sie die herbeziehen. Also, geiles Thema hatten wir. Also. So viele Produzenten wird es da nicht geben. Nee. Ja, schön. Immer wieder schön, diesen Kopfdichtungswechsel an 8 Ventile. Ja, aber so schön einfach. Der war iPhone, kann jeder. Und beim Einsetzer ist auch kein Risiko, dass der Zahnriemen, wenn da was ist, der ist ein Freiläufer. Das ist wie beim C20 NE. Solltest du vielleicht beim nächsten Mal Handschuhe in deiner Größe nehmen? Die sind in meiner Größe. Die sind nur, die haben sich nur ausgedehnt über die Zeit, oder was? Nee, die haben sehr dickes Gummierungsgedöns. Ja. Das ist die ominöse grüne Dichtung von Opel, die man da eigentlich immer zwischenschmiert. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die wird hart, wenn sie mit Öl in Berührung kommt. Irgend so ist das bei Hitze. Er redet mit niemand mehr, er konzentriert sich voll. Ich habe hier volles Konzentrat, ja. Die muss jetzt ein Momentchen ablüften. Mhm. Das ist schade. Ja, ich muss ein bisschen abziehen. Das ist bei Hülomat genauso, steht auch drauf. Du sollst 5 Minuten die Teile liegen lassen, dann darfst du erst zusammenpappen. Ja. Läuft. Go! Macht das Zetzi. So, jetzt quillt ein bisschen Dichtmasse raus. Die Leute, die es nicht interessiert, lassen die rausgequillt. Die Leute, die einen schönen Motor haben wollen, die streifen den ab. Wenn das drauf hat. Ja. Der zieht ja erst runter durch die Kopfschrauben, weil ja die Schlepphebel tun ja noch die, ne, die Ventile. Also das muss auch nachgestellt werden. Könnten jetzt vielleicht gleich noch den Ventildeckel abnehmen, um nochmal eben reinzuschauen, ob alles richtig sitzt. Ja. Sollen wir? Das wäre vielleicht nicht die verkehrte Idee. Was haben Sie geklaut? Ja, man kann ja immer so einen Schlepphebel oder Keilchen dich verdrücken, ne? Können wir nachher ein Ratespiel machen bei der Montage, ob alle Haltungen wieder so sind, wie sie vorher waren. Was? Oh, geht ja so ab. Ja, da haben wir eine. Sieht so aus, als wenn alles noch da ist, wo hin wir wollen. Dann? Ist festgetüttelt. Ja, auch. Ich weiß jetzt nur nicht, was ist hier. Ich habe da auch welche mit Öffnungen und ohne. Ja, für die Abstandshalter, ne? Große Löcher, kleine Löcher. Ja, das hier müssten die großen sein und das sind kleine Löcher, wenn ich das richtig sehe. Ja. Rein zufällig
ist das passend. Passend. Sehr schön. Was wäre pornös? Wenn der Marc jetzt einfach nur mal nach oben gehen würde. Ja. Was will er? Einen richtigen Kaffee kochen würde. Guck mal, der darf hier Schrauben verlangen noch, ne? Ich verlange nicht. Ich habe gesagt, es wäre pornös. Pornös. Wo wollen wir denn anfangen? Vorne unten. 25 Newtonmeter, ne? Ja, und ich habe gelernt, bei einem Motorenbauer durchziehen. Nicht neu ansetzen. Weil das das Ergebnis verfälscht. Also ich mache mal zwei Durchgänge mit Drehmoment, weil wenn du anziehst, dann lockern sich wieder welche und dann hast du den Drehmoment nicht. Und ja, auch das ist richtig. Runter. Ja, aber du sollst durchziehen, weil mit dem erneuten Ansetzen ist das mit dem hast du, das, du hast ein erhöhtes Reibungsmoment beim wieder Ansetzen. Ah, und dann kannst du die 25 Newtonmeter schon erreicht da. Obwohl die noch nicht da. Deswegen mache ich auch zwei Durchgänge. Also viele Wege halten wir fest, schön auch hier nach Rom. Aber in jedem Fall checken. Gut, dann springe ich jetzt gleich nochmal eben nach oben. Käffchen machen. Käffchen machen. Genau. Es gibt da jetzt noch einen. Die Lappen sind in den kleinen Karton drin. Unglaublich. Ja, mein Gott. Also wenn ich dran bin, bestelle ich einfach nur so einen Ballen. Ja, glaub, das, genau. Und schmeiß ihn da rein, dann habt ihr Lappen. Ja, ja. Aber halt sie. Die 90 Grad erreicht sind, sondern aua. Sondern zur Kontrolle, dass auch wirklich 90 Grad schon gedreht wurden. Der erste Durchgang ist immer ein. Ja, gibt's nicht. Die Lampe hält nicht. Du hast halt gerade was von Opel und Sinn erzählt. Wäre das mal bei Volker so schön zugänglich alles. Gluck, 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 gluck. Ja, wenn man an dem scheiß Ausgleichsbehälter noch mal irgendwas erkennt. Ja, ist gesunken. Ich sehe es. Weil da innen drin an dem Steg hast du auch noch mal so eine Nut dran, siehst du? Ja. Ich war mir nicht sicher, ob es die gleiche Höhe hat. Doch, das hatte ich eben soweit festgestellt, dass es die gleiche Höhe ist, ja. Außerdem kann ich den Füllstand hier links sehen. Und Kühlwasser und Gedöns ist drin. Bakterie wird angeschlossen, dann gucken wir, ob er läuft. Oder wohin er überhaupt läuft. Wo soll er denn hin?
Schale? Nee. Ich muss noch mal die Batterie noch anschauen. Das wird jetzt interessant. Ja. Das ist übrigens ohne Augenbrauenzucken über den TÜV gekommen. Was ist das? Ohne Abdeckungen? Ja. Okay. Cool. Hey, den Prüfer will ich haben das nächste Mal. Du brauchst andere Autos. Wieso? Habe ich das jetzt laut gesagt? Mhm. Oh. Haben wir alles fest, ja? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, mal also, an, wer hört's ja. Also ich bin Doc Schneemann. Wenn wer will, schreien und gestikulieren, bitte ausschalten. Ja, wenn es hier vorne plötzlich ganz hell wird, entweder gucken, ob Licht an ist oder ansonsten ausmachen. Tore brauchen noch was zum Einstellen. Ja, Tore drücken, jetzt lass den mal. Ey, jetzt Opa. Noch nicht mal in dein Auto rein, oder was? Muss ich das machen für dich? Geschrumpft. Aber ich bin es dann nicht schuld, wenn er explodiert. Gar nicht. Das heißt ja immer, ich mache alle Autos kaputt. Das stimmt. Okay. Ja, liebe Astrid. Ich will 200 normal ist, dass die Dichter hier einfällt, obwohl er alles festbringt. Ja, da kommt schon der Festling hier, der Dichtling. Jetzt noch mal ein bisschen heilen, so aufgeregt, ne? Ja, bald nachher die Hölle. Das stinkt. Ja, schön. Machst du weg? Dann fällt er so auf. Leerlauf, Kaltstartautomatik, ne? Ja, aber scheint da ja kein Kühlwasser am Sensor. Reicht ja eine Luftblase. Ja. Da guck mal, da ist er doch. Aber noch ist der Krumm ein bisschen ungesund. Also Flammenrohr. Ja, das packt er erstmal ein. Ey! Nix, ey! Ist nicht genug Öl drin. Genau! Ja, qualmlastig. Ja, auf jeden Fall läuft der irgendwie. Bedeutend besser als vorher. Und, gefällt Ihnen dieses Geräusch? Bis jetzt ja. Bis jetzt hört sich das sehr gut an, ansprechend, ja. Ja, nicht mehr mit Landsbulldog. Nee. Was sich jetzt ganz klar erklärt. Ja, oh, schön. Ein Ventil dauerhaft ist. Wieder ein Astra gerettet. Erstmal sammeln lassen und peilen. Ich hab doch nur den Deckel abgedreht. Guck mal, was ich mal durchmachen muss. Marc Klugscheißer immer nur rum. Da. Musst du gar nicht mehr. Der da. Wir schrauben ja so gut wie nie zusammen. Doch. Ja, wer weiß jetzt den Grund. Oh. Ja, das ist der Grund. Also, das war die Heckklappe. Ich habe jetzt ein anderes Geräusch gedacht. Ja. Weil ich Tore lexisch hin. Ja, okay. Er läuft. Wir werden gleich berichten, wenn er wieder komplett warm läuft. Weil wegen Kühlwasser nacken und so. Und dann den Bauch hier sich zu Tode qualmt. Ein bisschen. So wie Marc.
Scan müsste raus. Nee. Scan raus. Scheint so. Mal ein bisschen weg. Immer klack, klack, hörst du? Klack, 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 klack. Vielleicht kommt ein Hydro dran. Ja, ja, ein bis zwei Hydros. Aber das ist um Welten leiser als vorher. Ja. Ja, wenn du hast nicht, du hast kein Fock. Das ist normal bei den anderen Spielern, die so laufen. Ja, aber es ist nicht so aus. Ja, wie ist der Bahn? Ah, moin. Ja, Auto scheint es noch. Wir waren, erfolgreich. War eine lustige Sache, unerwartete Ursache, aber haben wir ganz gut hingekriegt. Ja, annähernd erwartet. Aufgrund der Popperei hinten am Puff. Und Kompression. Und dann bestätigend nach Kompressionsprüfung. Wir waren ja bei Hydro oder Ventile gedanklich. Ja, irgendwie so. Hydro war es halt nicht. Ja. Sehr schön. Ja, war ganz cool. Lustig. Können wir mal demnächst wiederholen? Bisschen lang. Ja, nee, nicht. Aber irgendwann anders. Aber ein bisschen lang, egal. Wir haben gemütlich in aller Ruhe gemacht. Ne? Ja, aber absolut gemütlich. Ja. Also, dann sage ich mal, danke fürs Zuschauen. Denkt dran, liken, teilen, kommentieren, abonnieren. Ja. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.